Servus Freunde der taktischen Unterhaltung und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verdor im Deathmatch-Modus. Mit dabei meine Freundin, die Frau Teddy Lady. Hallo. Ja, wir spielen heute ein Match auf der Karte. Lass mich lügen, es ist Vogesen, aber eine stark modifizierte Version von Vogesen, denn die Gräben, wo wir uns immer sonst aufgehalten haben, also quasi hinten an der Karte, die sind verschwunden, die sind jetzt gerade in diesem Match nicht betretbar. Ich glaube, es liegt daran. Ja, es liegt, glaube ich, daran, dass es verschiedene Versionen und Kartenabschnitte gibt. Deswegen denke ich mal, ist es heute mal ohne diese Gräben. So, was aber auffallend ist, ich habe jetzt wieder mal mein Sniper-Gewehr ausgepackt. Das ist mein Karabiner 98. Ne. Hast du Sniper? Ja, ich versuche es mal wieder mal. Außer ich mache selbst, dann liebe ich. Noch ein Match. So, Hawaii, genau, das wollte ich mir gerade sagen. Hawaii und der Rechenkondor sind beide mit drin in unserem Match. Das sind zwei Zuschauer von mir. Und auch der Rechenkondor, so wie ich ihn verstanden habe, nimmt auch gerade selber für seinen Kanal auf. Das heißt also, falls du das Video gesehen solltest, Rechenkondor, dann pack doch mal das Video in die Kommentare rein und ich pack's dann auch in die Videobeschreibung rein. So als kleines Schmanker. So, Lady ist krank. Lady ist erkältet. Ja, das weiß. Und mega leise gerade gewesen. Oh shit, sie hat beschossen, ich häng fest. Ich bumse den Stein. Darf man nicht das? Oh. Weiß nicht, ich bumse gerade den Stein. Also ja, ja, da habe ich auf dich geschossen. Nur da hast du rumgebockt, deswegen konnte ich dich nicht treffen. Du hast mich, ich glaube, das ist mit Sniper ist das scheiße auf der Karte. Ja, ja, du hast dich rächen, weil ich mich an den Stein vergriffen habe. Ja. Ich finde sowieso, das Scharfschützengewehr, das ist sowieso meistens unnötig, weil man halt damit nie was machen kann, weil alles zu klein ist. Sollten so das Visier ja vielleicht bisschen. Ja, ich meine allgemein so. Vielleicht bei Flandern ist es ganz nützlich, aber sonst so. Bei den meisten Karten sind ja die Karten halt zu klein. Und das Visier ist einfach zu riesig. Fuck. Ja! Oh Gott, ich habe nur dein Hirn gesehen. Mein Hirn? Ja, dein Hirn. Übrigens, Tech Lady ist auch im 21. Jahrhundert angekommen. Heißt, die hat jetzt auch eine 16K-Leitung. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Warum dank nicht mir. Im 21. Jahrhundert. Hab ich doch gesagt, 21. Jahrhundert. Du hast 16. Jahrhundert gesagt. Ich hab gesagt, du bist willkommen im 21. Jahrhundert, du hast jetzt auch eine 16K-Leitung. Ich hab irgendwie 16. Jahrhundert. Achso. Ich hab irgendwie 16. Jahrhundert verstanden. Nee. Das möchte ich bitte nachgehört haben, dann, ja. Ja. Kannst du es ja zweimal anhören. So, da hinten, wo ich ihn angeguckt habe, das sind die Gräben, wo wir uns sonst immer aufgehalten haben und gekämpft haben. Die sind jetzt quasi in diesem heutigen Match nicht verfügbar. Aber es gibt ja seit geraumer Zeit sowieso verschiedene Kartenabschnitte pro Karte, Verdor. Ich glaube, gerade auf Eisner und Artois sieht man das ganz gut. Das sind manchmal echt unterschiedliche Abzweige. Ich hoffe, ich darf ja gar nicht dich gleich so anschreiben, wenn du mich irgendwie töten solltest. Wieso? Mit der Hustmus? Hustenfleisch, ja. Hallo, hier ist ja einer. Wer hat die umgeschossen? Das war nicht ich. Nein. Habe ich schon gedacht, da kommt einer und dann war ich kurz darauf tot. Ach, du warst aus dem Baum drinne? Ja, genau. Achso, das ist. Warum hab ich eine andere Waffe? Wollen die mich verarschen? Hast du vielleicht eine andere ausgewählt? Nein, eigentlich nicht. Das muss ändern hier. Bin ich wahrscheinlich außerdem drauf gekommen. Das kann sein, ne? So, jetzt geht's hier. Ja, falls ich fragt, warum ich denn heute Deathmatch mache mit der Lady, ich habe letztes Mal gesagt, dass es eigentlich nur noch sehr, 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 sehr selten eine Deathmatch-Runde geben sollte von Verdor. Bei Frontlines eigentlich viel mehr Spaß macht für mich. Scheiße. Ist deswegen heute Deathmatch, weil ich eben noch ganz, ganz viele Sachen für die Berufsschule vorbereiten musste und deswegen ich jetzt einen kurzweiligen Spaß brauche und eben nicht einen 40-minütigen Gameplay von Verdor, wie wir da verlieren. Was man am Ende auch noch schneiden muss, weil keiner zieht sich 40-Minuten-Videos rein. Ich persönlich nein. Deswegen schneide ich ja die Videos. Genau deswegen mache ich ja manchmal so Schnitte rein für Stellen, wo man sagt, boah, das ist so ein Leerlauf, wo 10 Minuten einfach nichts passiert ist. Da muss man sich das nicht angucken. Macht macht in meinen Augen mehr Sinn. In meinen Sinn mehr Augen, genau. Nicht ein Toter? Ach, verdammte. Boah, dieser Raid, ne, der versteckt sich irgendwo in den Bäumen. Ist ja ekelhaft. Deswegen mag ich Deathmatch nicht so, weil du nie weißt, wo die Gegner sind. Weil bei Frontlines kannst du es noch erahnen. Die müssen ja vor dir sein, quasi. Gibt ja nur eine Front. Aber hier sind sie ja überall. Ah, scheiße, ey. Gibt's doch nicht. Stichwaffen sind böse, meine Freunde.
Nein, wir töten. Oho, oh, lol. Ha. Ah, ich weiß, wo du bist, aber ich glaube, ich töte dich nicht, oder? Bist du das da oben? Ich glaube, ich hoffe, der kommt nur, ja? Okay, dann töte ich dich lieber nicht. Ich will dich nicht zum Husten motivieren. Was, seit ich die Grafik auf Maximum gestellt habe, sehe ich einfach gar nichts mehr, weil einfach alles voller Gestrüpp ist. So scheiße. Tja. Aber ey, ich habe wenigstens, das HDR ausgemacht. Das heißt, es ist nicht alles überblendet und überlichtet. Das ist doch schon mal ein... Ja, aber das hast du, glaube ich, nie mehr aktiviert. Dann würdest du wahrscheinlich nie mehr bestimmen, weil alles dann einfach nur weiß ist. Alles, was schimmert, ist weiß. Ja. Was war das denn bitte? What the fuck? Hat sie nicht getroffen, würde mich verarschen. Ja doch, ich hab den getroffen. Bei mir ist die Kugel eingeschlagen bei dem. Aber ich will auch einen Graben schießen, auch einen Graben. Okay. Ich komme jetzt hintergerannt Richtung Zipfel. Bist du das? Nee. Wo? Nee, ich bin schon tot, das warst du nicht. Achso, ich bin aber auch Zipfel jetzt. Teamwork mit also Teamwork und Deathmatch klappt nicht. Aber ich hab den auch, war Fury dich getötet? Ja. Ja, okay, wir waren trotzdem im gleichen Graben. Das hat Hawaii getötet? Ja, ich komme wieder zurückgelaufen, da wo Fury liegt. Bin ich jetzt so. Was denn? Nein, Guderian, fick dich! Bist du das? Ich bin das, ich bin das. Nein, Guderian! Ach, fuck! Ja, ich habe auch gedacht, na, ja, Teamwork klappt nicht, tut mir leid. Das wird nichts. Guderian, die Sau. Macht ja einfach mit hier. Was macht denn der hier in Verdor? Der soll sich doch auf seinen Red Orchestra Server verziehen. So war's, ey. Dann und ich Spielspaß nimmt nicht Spaß. Nö, nicht er, aber die anderen, machen, ja. Die anderen Profis machen das von ihm. Das habe ich Guderian insgeheim beleidigt als Nicht-Profi. Ach, gibt's doch nicht, ey. Also boah, verstecken geht hier echt nicht. Ich bin Vierter, was ist denn da los? Ich bin voll verarscht. Boah, ich weiß aber nicht mehr. Mitten auf dem Feld gespawnt. Ich finde es echt scheiße, dass der Graben oben weg ist. Das gefällt mir so ein bisschen. Nicht. Also mir schon. Das ist doch scheiße. Ne, ja, der Graben, da waren wir immer drin, aber immer verkämpft, ja, wir beide. Deshalb, ja. Alter, ich komme nicht klar gerade. Also wegen noch Spaß gemacht, oder nicht? Da ist einer gewesen. Ja, du suchst nach Guderian. Oder? Töten. Nee, das ist ein Zipfel. Toll. First Fog Problems in Verdor. Das ist ein Gegner. Ach nee, das ist ein Baumstumpf. Ach. Nein. Ach Mensch, ich bin wieder so schlecht. Ich mag kein Deathmatch. Da gibt's keinerlei Teamplay. Es ist einfach nur ein Gemetzel. Muss verarschen. Ne. Ich bin im Graben. Dito, kommst du von rechts oder von links? Wo der Zisch geht, auf den Zipfel zu. Okay. Bin ich gleich am Zipfel, wo es in den Zipfel reingeht? Bist du Franzose? Weiß ich nicht. Nein, bist du nicht. Oh, da liegt man tot. Oh, ich hab ein Versteck gefunden. Ja! Sorry! Macht nix. Ich sag ja, das ist, das klappt nicht mit Teamplay. Und Micha ist AFK im Spiel, das ist auch schön. Ich bin wieder im Graben. Okay, doch nicht. Nee, bin ich nicht. Ich bin woanders. Warte, ich bin da, wo du mich getötet hast, bin ich jetzt wieder. Das gehört? Das war Guderian. Ja, das war Guderian. Bist du tot? Ja. Wo kam der? Von welcher Richtung? Da. Ach, fuck, nee, das war der andere. Das war der Franzose. Das war der Franzose. Der Blaumann. Ach, komm schon, ey. Übrigens, Freunde, ich brauche mir noch einen geilen Namen für mein Waffen-Review-Format, ja, was dann kommen soll. Ich eigentlich die Woche, aber ich habe keinen richtigen Namen gefunden. Und ohne richtigen Namen macht das irgendwie keinen richtigen Sinn, dann ja, ein Format zu nennen, was dann den falschen Namen hat. Von daher, nimmt gute Formatnamen und ich bin gespannt, was da kommt. Fertig. Ja, ich merke schon. Raiden hat gewonnen, 750 Punkte. Das Cap hat erreicht. Das war's mit der heutigen Folge von Rare Door mit Tactic Lady und dem Deathmatch auf Vogesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann Daumen nach oben, tut nicht weh. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von Verador. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bis bald.